Maria Klein schweigt das Wort. Meine sehr geehrte Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Kühn-Mengel, es ist mir eine Ehre, Ihnen dann heute gerade zu dieser besonderen Rede dann auch noch mal Danke zu sagen. Das ist zum Abschluss dieser Wahlperiode zu einem solchen interfraktionellen Antrag kommen konnte. Das ist ja auch Ihnen mit zu verdanken. Aber ich bin insgesamt froh, dass wir in dieser Wahlperiode ein so wichtiges Thema so positiv abschließen. Ich gestehe Ihnen, dass ich es sehr gut gefunden hätte, wenn wir auch die Fraktion der Linken hätten mit einbeziehen können. Ich weiß durch die vorherigen Gespräche, die geführt haben, auch die gemeinsame Erklärung, die wir beim letzten Weltsuizidpräventionstag 2016 zusammen verfasst haben, dass das durchaus möglich gewesen wäre. Und ich glaube, das hätte der Bedeutung des Themas und der grundlegenden Bedeutung dieses Themas durchaus gut angestanden. Aber ich glaube, das ist nicht zu Ende. Das könnte man, wir sind alle aufgerufen, beispielsweise jetzt im September, am 10. September, wieder uns gemeinsam für die Enttabuisierung des Suizids einzusetzen, dieses Thema besprechbar zu machen. Das ist der Aufruf ja auch gerade an die Politik, da zu helfen. Und da wäre ein gemeinsames Signal, glaube ich, durchaus ein förderliches. Wir haben eben gehört, es ist ja in der Tat so, jeder Mensch braucht einen Menschen, der bereit ist, ihm zuzuhören, da zu sein. Und genau daran haperte es ja sehr oft. Und dass es hapert, hat auch damit zu tun, dass dieses Thema so stark mit Tabus belegt ist, mit Vorurteilen belegt ist, mit Ängsten belegt ist, mit Scham belegt ist. Und das alleine ist schon ein Faktor, der oftmals Hilfe und frühzeitige Hilfe unmöglich macht, schwer macht, weil es einfach nicht beredbar ist. Und das zeigt schon, wie wichtig der ganze Zusammenhang Aufklärung, Information, Akzeptanz eines Themas gerade für diesen Bereich ist. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir es schaffen, gemeinsam eine Haltung zu haben, gerade im Hinblick darauf, dass wir ja auch durchaus eine schwierige Debatte um die Sterbehilfe, das ist ein ganz anderer Themenbereich, aber es ist der Themenbereich, der zeigt, immer dann, wenn ich nicht genug zur Suizidprävention und auch zur Hilfeleistung im Vorfeld getan habe, kommen Menschen in Situationen, wo sie tatsächlich das Gefühl haben, es gibt keinen anderen Ausweg. Und in der Regel wissen wir, es ist eine Verengung einer Sichtweise und eine Zuspitzung einer Lebenskrise. Und oftmals ist eben die Handreichung, die helfende Hand, aber auch das Zuhören ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Von daher finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir es geschafft haben, diese interfraktionelle Initiative zu ergreifen. Es ist wahr, 2015, als wir unseren Antrag eingebracht haben, waren noch ein paar Punkte mehr darin. Aber letztendlich, Frau Wöllert, ist es nicht entscheidend, ob wir eine vollständige Aufzählung der Ursachen und der Handlungsansätze machen und wir uns vollkommen einig sind. Es ist wichtig, dass wir uns einig sind, dass wir etwas tun wollen, dass wir uns einig sind, dass wir unsere Hilfen und Angebote bündeln müssen, besser aufeinander abstimmen müssen und dass wir in den jeweiligen Bereichen auch das tun, was uns möglich ist. Und da scheitern wir im Bundestag ja häufig, weil wir Hilfeleistungen in verschiedene Sozialgesetze verteilen, weil mal der Bund, mal die Länder, mal die Kommunen zuständig sind. Das ist aber etwas, was der einzelne Mensch in einer solchen Situation gerade nicht gebrauchen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese gemeinsame Erklärung, die es ja ist, die 18 Handlungspunkte, die genannt worden sind, nehmen als eine Verbindlichkeit, die wir mit in die nächste Wahlperiode nehmen, wo wir tatsächlich darauf schauen, sind denn eigentlich unsere Hilfsangebote wirklich angemessen? Sind sie stetig genug? Sind sie gut genug miteinander abgestimmt? Wir hatten eigentlich die gleiche Debatte gestern Abend sehr spät um die Kinder von psychisch kranken Eltern. Genau da haben wir eine ganz, ganz ähnliche Gemengelage. Und von daher bin ich sehr, sehr froh, dass wir es geschafft haben, diesen Antrag auf den Weg zu bringen. Und ich hoffe,
hoffe tatsächlich, dass wir da auch stetig weitermachen. Das geht ja auf der einen Seite um die Verkürzung von Wartezeiten für die Psychotherapie. Es geht um die Verstetigung von Beratungsangeboten von verschiedensten psychosozialen Initiativen und Beratungsstellen. Es geht um die Arbeit, eben wurde sie schon genannt, von U25, ein Online-Beratungsangebot von Jugendlichen für Jugendliche, die für dieses Jahr finanziert sind, aber nicht darüber hinaus. Das sollten wir uns als Ansporn nehmen, dahin zu gucken, rechtzeitig dafür zu sorgen, dass so eine wichtige Arbeit, wo bundesweit diese Beratungs-, Online-Beratung vorgehalten wird, dass wir sie rechtzeitig verstetigen, dass wir dahin kommen, dass wir solche niedrigschwelligen Angebote auch wirklich vorsehen. In dem Sinne bin ich sehr froh, dass es zu dieser Initiative der Gemeinsamen gekommen ist. Und ich hoffe, dass wir da gemeinsam auch dran weiterarbeiten. Dankeschön. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion erhält jetzt Ute Bertram das Wort.